ihnen auf dem neuen Boxspringbett. Unter der Dusche und beim Frühstück, neuerdings verstärkt im Internet. Sehr viele tun es in der U-Bahn, auf dem Schreibtisch im Büro, sogar im Auto und beim Zahnarzt. Ich zu sehen Fitnessstudio. Alle tun es, doch keiner gibt es zu. Alle tun es, doch es bleibt ein Tabu. Eigentlich zu jeder Zeit, auch ohne Hose, ohne Kleid, doch voller Leidenschaft. Uns begeistert, manche tun es Tag für Tag und hält die Queen ihr Kaffeekränzchen, geht's um 16 Uhr zu Tea Time ab. Ein Platz ist in der kleinsten Hütte, manche tun's nur ganz allein, doch auch mit mehreren Personen kann es besonders spannend sein. So